Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast von Human Essence. Und hier geht es um die wichtigsten Bewusstseinsthemen wie Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg und Erfüllung. Hier ist Christian. Und hier ist Lilian, hallo. Super, ein wundervolles, glückliches und gesegnetes neues Jahr. Haben wir letzte Woche schon gewünscht, aber wollen wir doch nochmal machen. Doppelt hält besser. Genau, so alt ist es ja noch nicht. Und heute geht es um ein schönes Thema. Lilian hat sich was überlegt. Das Thema ist folgendes, und zwar gibt es immer wieder ganz viele Menschen, die in ihrem Leben sehr gerne etwas verändern wollen, nämlich zum Positiven hin, und die bleiben dann irgendwo an diesem Punkt hängen, dass sie merken, es ist so, wie wenn sie innerlich etwas installieren, was quasi da drauf, was auf der Lauer liegt, sie an jeder Stelle darauf aufmerksam zu machen, wenn sie wieder mal genau das, was sie eigentlich erreichen wollten, nicht geschafft haben, nämlich zum Beispiel bestimmte Gedanken nicht mehr zu denken oder bestimmte Handlungen nicht mehr zu tun oder ähnliche Dinge einfach. Und es wirkt sich letztlich eigentlich genau gegenteilig aus von dem, was sie erreichen wollen. Also ich versuche es nochmal ein kleines bisschen anders zu formulieren. Vielleicht kennst du das von dir, dass dir Dinge bewusst geworden sind, die du im Laufe deines Lebens vielleicht immer wieder getan oder auch gedacht hast, wo du gemerkt hast, dass sie eigentlich eher destruktiv sind und nicht sehr förderlich für das, wo du eigentlich gerne hin möchtest oder wie du dir wünschst, dass dein Leben ausschaut. Und dann liegt in dir so wie ein kleines Tier auf der Lauer, was eigentlich nur darauf bedacht ist, dir jedes Mal einen reinzuwürgen, wenn du dann wieder feststellst, dass du es wieder nicht hingekriegt hast. Genau. Das ist Fokusarbeit und vor allen Dingen dahinter ein ganz, ganz wichtiges energetisches Gesetz, was du wissen solltest, wann immer du mit deinem Fokus arbeitest. Und das lautet ganz simpel: Energie folgt der Aufmerksamkeit. Man muss sich das einfach so vorstellen. Ich habe jetzt hier beispielsweise bei mir gerade auf dem Schreibtisch eine wunderschöne Tasse mit Blüten drauf. Diese Tasse war irgendwann nur Geist. Irgendwann hat jemand mal die Idee gehabt, so sollte das aussehen. Also zunächst mal die Form. Und dann hatte vielleicht sogar der Gleiche auch die Idee, dass das Muster bzw. das Motiv darauf sein sollte. So, das wurde dann festgehalten von demjenigen. Also der Fokus wurde drauf gelenkt. Und irgendwann war es dann soweit, dass die Materialien da waren. Und irgendwann war es dann soweit, dass die Farben da waren. Und irgendwann entstand, sprich materialisierte sich sozusagen diese Tasse. Also wir können auch ganz einfach sagen, sie wird hergestellt. Aber dieser Herstellungsprozess ist genauso ein energetischer Prozess wie der Manifestationsprozess von den Dingen, die du ganz gerne in deinem Leben anders haben möchtest, verändern möchtest, neu erschaffen möchtest und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen und verstehen, unsere Energie, sprich unsere Aufmerksamkeit, unsere Beschäftigung mit bestimmten Dingen, unser Fokus, der sorgt dafür, dass das, was fokussiert wird, das, was also die Aufmerksamkeit bekommt, dass das mehr wird, eine andere energetische Dichte sozusagen erreicht, bis diese Dichte eine Form hat und Materie geworden ist. Das heißt, wenn du deinen Fokus auf das legst, was du nicht willst, dann wirst du damit das verstärken, was du nicht willst. Legst du deinen Fokus auf das, was du letztendlich dir wünschst, dir vorstellst, was du neu erschaffen möchtest, dann kann es sein, dass du relativ schnell ganz neue Ergebnisse in deinem Leben erzielst, weil du letztendlich das fütterst, was du groß machen möchtest und nicht das fütterst, was du eigentlich weghaben möchtest oder was du transformieren möchtest. Ja, das ist so mein Statement dazu. Ja, ich dehne das mal noch so ein bisschen aus, weil wenn es darum geht, den Fokus jetzt wieder darunter zu bekommen von diesen Dingen, die du ja verkehrt gemacht hast, also dir quasi wieder abzutrainieren, zu gucken, wo du überall verkehrt bist. Das braucht einfach so diesen, wie soll ich sagen, es braucht diesen Ersatz für das, was du mehr denken, fühlen, schmecken, riechen, erleben möchtest. Und das ist ein Training, wie man beispielsweise auch sportliche Dinge trainiert, wenn es darum geht, Muskeln aufzubauen oder längere Ausdauer zu bekommen
Und das bedeutet, dass du dich tatsächlich, dass du, wenn du weiter unbewusst und einfach dir nur denkst, naja, das will ich ja nicht mehr und das reicht nicht aus, sondern du musst im Grunde wirklich dich tagtäglich hinsetzen und dir ganz bewusst die Dinge vor Augen holen, vors innere Auge holen, in den Kopf hineinholen, die Bilder, die du denken möchtest, die es braucht, um das andere, was du reduzieren möchtest, ja wirklich zu reduzieren. Und dass diese Dinge dann letztlich die positiver für dich sind, die konstruktiver für dich sind und die dich viel eher dahin führen, wo du eigentlich hin möchtest, dass die denselben Automatismus an irgendeiner Stelle bekommen und diesen Raum einnehmen, den vorher die destruktiven Dinge eingenommen haben. Und deswegen vergleiche ich das immer ganz gerne mit so einer Art Muskeltraining oder Ausdauer oder sowas. Das ist das Gleiche, weil wenn wir beschließen, wir machen jetzt 2018 Sport, dann reicht das nicht aus, wenn ich einmal 20 Minuten laufen gehe und mir sage, so jetzt bin ich Joggerin, sondern dann muss ich schon mehrmals die Woche wirklich regelmäßig trainieren, damit da was draus wird und damit es auch vielleicht dann nicht mehr nur 15 oder 20 Minuten sind, sondern irgendwann mal 40 oder sogar 60 Minuten sind. Mhm. Und genauso ist es auch mit diesem Fokus. Christian hat es vorhin schon ganz schön gesagt, so nebenbei, ich will das anders und ich weiß das alles, das sind so die Sätze, die uns wirklich nicht vorwärts bringen, sondern wirklich auf den Hintern setzen und konsequent das zu trainieren, was da sein soll stattdessen. Mhm. Und da geht es auch nicht so um diese Geschichte Wunschkonzert oder sowas, sondern das hast du wirklich ganz persönlich in der Hand. Das ist deine persönliche Entscheidung, jeden Tag aufs Neue, dir diese 2, 5 oder 10 Minuten zu nehmen, das zu trainieren. Und an der Stelle, wenn du dich dann auch erwischt, dass du da wieder abgewichen bist und dass du schon wieder am Schimpfen auf dich bist, so ein inneres Stopp reinzubringen und aus der Kritik dir gegenüber herauszugehen und dir das freundlich vor Augen zu rufen, innerlich, manchmal hilft es auch, das laut auszusprechen, was du eigentlich möchtest. Und das funktioniert. Das funktioniert genau wie Muskeltraining, wie Sport in jeder Hinsicht oder andere Dinge, die man sich gerne antrainieren möchte. Und da bedarf es, und da, das finde ich mal ganz spannend, wenn es so darum geht, haben wir die Macht in unserem Leben etwas zu verändern, haben wir Einfluss auf Dinge. Und an der Stelle kann ich sagen, was das anbetrifft, gibt es nur dich. Da bist du die einzige Person, die das entscheiden und die das tun kann. Ja, du hast da sehr, sehr großen Einfluss drauf und auch eine große Macht, weil du tatsächlich entscheiden kannst, wohin lenkst du deine Aufmerksamkeit. Also uns ist natürlich klar, dass wir da sehr flüchtig sind. Wir werden alle, was Aufmerksamkeit betrifft, in alle Richtungen gezogen, gezerrt durch Medien, durch Marketing, durch Werbung, durch all das, was uns halt letztendlich heutzutage begegnet. Und da braucht es dann auch eine gehörige Portion zu lernen, ein Teil unserer Experience hier zu lernen, wirklich gut bei sich bleiben zu können, ja, gut Achtsamkeit in sich zu tragen, um wirklich zu gucken, in welche Richtung lenke ich denn jetzt meine Energie eigentlich überhaupt. Denn es läuft alles sehr unbewusst, wir kriegen das gar nicht mit und dann wundern wir uns am Ende des Tages, dass da letztendlich oder am Ende des Jahres, ja, dass gar nicht das gewachsen ist, was ich mir so vorgestellt habe. Wenn man das jetzt mal so auf eine ganz einfache Art und Weise erklärt, beispielsweise so wie die Bauern das machen, die haben ein ganz klar abgestecktes Feld, also ein ganz klar abgestecktes Feld, und die beschließen, wahrscheinlich, ich bin kein Bauer, aber ich denke mal im Frühjahr beschließen sie, oder es ist schon beschlossene Sache, weil es so Tradition ist oder so, auf diesem Feld soll genau das und das und das wachsen, sagen wir mal jetzt hier Weizen beispielsweise. So, jetzt wissen die ganz genau, hier soll Weizen wachsen. Das heißt, der Fokus ist komplett auf Weizen ausgerichtet. Das heißt, hier geht es jetzt darum, die richtigen Samen zu setzen. Hier geht es darum, die Wachstumsbedingungen, die Weizen braucht, herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Und das ganze Jahr über. Also es ist ein ständiger Fokus in dem Wissen, was ich will. Und jegliches Abweichen, also nochmal ein Beispiel, es würde eine totale Trockenheit geben, dann, und der Bauer hat die Möglichkeit, dann würde er diesen Weizen
beispielsweise entsprechend bewässern oder entsprechend nachdüngen oder mit irgendwelchen hoffentlich biologischen Schutzmechanismen oder so etwas umsorgen. Also es ist ganz klar der Fokus drauf. Vielleicht hätte ich ein anderes Beispiel nehmen können, was noch besser ist. Bei Wein zum Beispiel ist das vielleicht noch ein bisschen anspruchsvoller. Also da weiß man genau, Fokus ganz klar, ich möchte nachher in der Flasche so und so das und das drin haben. Und es wird ganz klar, es ist ganz klar abgesteckt, was gehört alles dazu, was gehört im Frühjahr dazu, was gehört in dem Monat dazu, was gehören für Witterungsbedingungen am besten, wie kann man die ausgleichen, was für Düngerbereiche gehören dazu, wie ist der Prozess letztendlich des Erntens, der Traube und so weiter und so weiter. Und dann kann am Ende das rauskommen, was rauskommen soll. Und auch das ist ein Naturprodukt, auch das ist schwankend, wie alles im Leben ein schwankendes Naturprodukt ist. Aber würde er das alles nicht tun, hätten wir mit Sicherheit kein Fläschchen Wein auf der Welt. Ja, wenn man das einfach so schleifen lässt oder den Fokus einfach auf andere Sachen zu sehr verlegt. Also das heißt, das ist eine gewisse Form von achtsamer Spezialisierung, die ich brauche und die eine sehr große Sorgfalt benötigt. Und so ist es auch mit all deinen Lebensprojekten letztendlich, die du angehst. Die braucht diese gleiche Sorgfalt und diese gleiche Struktur, würde ich mal fast sagen. Ja, und da ist tatsächlich die Selbstkritik, die wir gegen uns richten, wenn wir unserer Vorstellung nicht entsprechen. Die ist fast schlimmer, würde ich fast behaupten, wie wenn wir im Außen etwas kritisieren. Also grundsätzlich ist Kritik ja immer etwas, wo wir mit etwas in Widerstand gehen. Und Kritik bringt immer einen bestimmten Ablauf oder einen Lauf durch diesen Widerstand. Ein Widerstand erzeugt einfach, dass etwas auch langsamer wird oder vielleicht auch zum Stillstand kommt. Da stagniert etwas. Und wenn wir unseren Fokus auf die Themen richten, wo wir im Widerstand sind und immer wieder merken, hey, mein Kopf rastet immer wieder genau an diesen Stellen ein, dann sind genau diese Stellen unser größter Lehrer, zu schauen und wirklich zu sagen, Dankeschön, ich bin gerade wieder wach geworden. Die innere Kritik hat mich gerade wieder wach gemacht. Was will ich eigentlich wirklich? Ja, da liebevoll einfach zu bleiben mit sich. Ne? Also man darf sich jetzt einfach nochmal vorstellen, welches wird wohl das bessere Fläschchen Wein sein von dem Bauern, der einen ganzen Saison durch rumnörgelt, unzufrieden ist mit dem, was da ist und in allen Prozessen letztendlich nur Kritik parat hat, oder letztendlich der Bauer, der wohlwollend, liebevoll mit dem umgeht, was da ist. Ich glaube schon, dass das einen großen Unterschied macht, also energetisch sowieso, aber ich glaube auch vom Endprodukt nachher, ja, einfach einen großen Unterschied macht. Und das sind die Dinge, die wir im Leben manchmal gar nicht so erstrangig registrieren, weil wir vielleicht glauben, wir haben da keine richtige Wahrnehmung für. Ich glaube sehr wohl, dass wir die Lebensergebnisse im Leben, die uns wirklich erfüllen, dadurch bestimmen, dass wir genau wissen, was wir da möchten, auch genau wissen, dass wir letztendlich nicht wirklich alles in der Hand haben, aber wir zu jedem Projekt, ja, und zu jedem Produkt natürlich auch, unser Allerbestes dazugeben können. Mhm. Und unser Allerbestes dazugeben heißt, den Fokus wirklich auf das Beste zu legen, die Energie und die Aufmerksamkeit auf das Wohlwollende, das Freundliche, das Gute, das Liebevolle legen und dann einfach das, was da wachsen kann im Leben, dadurch unterstützen. Ja. Ja. Genau. Ich glaube, das war jetzt erstmal Anregung dazu genug. Und es wäre wirklich wunderbar, wenn du ein bisschen achtsamer dahingehend bist, wie du jetzt damit umgehst. Denn jetzt hast du einen neuen Input bekommen. Es kann also sein, dass jetzt wieder ein neuer kritischer Aspekt in dir da ist, der jetzt alles nochmal unter dem Blickwinkel sieht, wie wir das jetzt hier dir wiedergegeben haben. Das heißt, wenn du jetzt abweichst von dem, was du jetzt hier in diesem Podcast gerade gehört oder gelernt oder wie auch immer hast, dann kann es sein, dass du sofort also einen weiteren Widerstandspunkt in dir hast, nämlich jetzt weiß ich doch und jetzt habe ich das wieder nicht gemacht, jetzt bin ich wieder unfreundlich und dies und das. Und das sind, wie Lilian eben schon schön sagte, das sind genau die Punkte, wo du einlenken kannst. Das sind genau die Punkte, wo du wieder deinen
deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit auf Freundlichkeit legen kannst. Das ist ein aller Heilmittel sozusagen für alle Bereiche. Also wenn du merkst, oh ja, bin ich unachtsam gewesen, wenn du merkst, da kommt ein Widerstand, wenn du merkst, du bist gerade wieder hart zu dir gewesen, unfreundlich womöglich zu dir gewesen, hart zu deinem Projekt oder Produkt oder den Menschen, die damit zu tun haben, dann hast du die Möglichkeit, blitzschnell in dem Moment dir das bewusst zu machen und auf Freundlichkeit umzuschalten. Und das trainierst du so lange, bis dieser Muskel der für dich besten Reaktion oder des für dich besten Umgangs mit den Dingen stark genug ist. Genau. Und ein ganz kleiner Tipp noch am Rande oder zum Ende hin. Was immer passiert, wenn wir in Kritik, sprich also in Widerstand gehen, ist, dass der Atem flacher wird oder wir auch plötzlich aufhören zu atmen. Wir merken das meistens viel zu wenig oder gar nicht. Und wenn du etwas ändern willst, dann erinnere dich, atmen und weiter. Ja. Tief atmen, genau. Und weiter. Schön. Ja, wenn du der Meinung bist, das war jetzt heute hilfreich und das ist was, das sollten auch andere wissen, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du diese Podcast-Folge natürlich weiterempfiehlst, deinen Freunden, deiner Familie, Bekannten. Großartig wie immer wären Bewertungen auf den entsprechenden Kanälen, iTunes und so weiter. Wir freuen uns natürlich nicht nur darüber, sondern diese Show braucht das auch. Ansonsten kann sie eben halt nicht wachsen, weil es einfach nicht viele Leute dann sehen. In der heutigen Social-Welt wird halt alles dadurch bestimmt, wo man irgendwo gerankt wird. Und ja, das ist manchmal erstaunlich, weil es relativ wenig mit Qualität zu tun hat, sondern einfach mehr mit den Menschen, die irgendwo einen Daumen hoch klicken. Also deswegen brauchen wir deinen Daumen hoch und dein Kommentar oder deine Bewertung, wenn es dir gefallen hat. Und wir möchten dich natürlich, und jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür, weil wir werden in diesem Frühjahr unsere neue Academy hochfahren, unsere neue Community. Und das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für dich, dich anzumelden in unserer bestehenden Academy. Du wirst dann automatisch übernommen und kannst dort viele Tipps, Tools und Strategien für erfolgreiche Umsetzung in deinem Leben bekommen. Also besuche einfach unsere Online-Akademie. Und wenn du der Meinung bist, du möchtest die Dinge jetzt mal mehr aus dem Kopf ins Herz bringen und vor allen Dingen in die Umsetzung des Lebens bringen, dann sei herzlich willkommen in unseren Experience-Seminaren. Ein ganz, ganz besonderer Prozess für dich. Alle Links und Infos findest du in den Shownotes. Danke für dein Vertrauen und deine Treue. Alles Gute für dich. Bis bald. Tschüss.